Beim Sommerfest der ÖVP Burgersdorf war viel Spiel und Spaß bei den Kindern angesagt. Und auch die Mütter und Väter hatten Freude, den Kleinen zuzuschauen. Eine große Familie heute. Ja, jedes Jahr aufs Neue macht die ÖVP Burgersdorf mit Elisabeth Meyer an der Spitze den Familiensommer. Und egal bei welchem Wetter, es gibt immer bei jeder Veranstaltung für Groß und Klein ein tolles Programm, so auch heute hier in Burgersdorf. Und ich glaube, es ist schon eine Institution geworden und die Eltern und auch die größeren Kinder, die warten schon richtig drauf, dass es im Sommer den Familiensommer von der ÖVP Burgersdorf gibt. Unser Fest, unser Ferienspiel nennen wir Burgersdorfer Familiensommer. Und es ist ein Familienfest, wie Sie sagen. Es ist eine Veranstaltungsreihe mit mehr als 20 Veranstaltungen. Und es sind bei uns immer auch die Eltern dabei und die ganze Familie, Großeltern, alle sind willkommen und alle machen mit und fühlen sich sehr wohl bei uns. Sie genießen ihn. Es sind sehr viele Familiennachmittage im Sommer hier. Und wir haben sehr viele Kinder mit den Müttern und Eltern und Großeltern, die hier mit tun. Kleine Kinder am Familiennachmittag genießen die Betreuung besonders. Absolut, ja. Meine überhaupt. Die ist gern unter Kindern und das ist hier wunderbar. Worauf kommt es bei Kindern in den Ferien an? Unterhaltung, Erholung, Vor-, Nachschul-, Nachschulerziehung und Vorschulerholung für das nächste Schuljahr. Ich glaube, es kommt im Sommer darauf an, dass man die Ferienzeit, wenn es Schulkinder sind, so richtig genießen kann und viele Dinge unternehmen kann, die entweder wegen des Wetters oder wegen der Schulzeit sonst im Jahr gar nicht möglich sind. Das können Kinder im Sommer tun und auch wenn sie noch nicht Schulkinder sind, ergibt sich so viel an Möglichkeiten im Kühlen, nass oder in der freien Natur zu unternehmen. Und das ist sicher für die Entwicklung der Kinder genauso wertvoll wie die Schulzeit. Also Kinder wollen im Sommer besondere Erlebnisse haben. Sie wollen etwas anderes haben als das ganze Jahr über. Und das ermöglichen wir mit dem Familiensommer. Wir bieten ihnen spannende Ferien, erlebnisreiche Ferien und auch mal ein anderes Angebot. Wir haben den Kletterpark dabei, wir haben immer eine Luftburg dabei bei unseren Veranstaltungen. Und sie dürfen auch alle Vereine, alle Sportvereine kennenlernen, Tennis, Fußball, Karate, also das ist eine gute Möglichkeit zu schauen, was die Kinder dann im Herbst für Kurse belegen möchten. Wie genießen Sie mit Ihren Kindern den Sommer? Ja, wir waren unterwegs in der freien Natur, wir waren gemeinsam fischen, das war für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis und wir werden auch noch für den Rest des Sommers ganz viel unternehmen, weil ja, es gibt gar nicht so viele Sommer in einer Kindheit und die Sommer, die es da gibt, die sollte man auch nützen und für die Kinder möglichst viel zur Verfügung stellen.